punktemäßig sieht es gar nicht so unterschiedlich aus. Aber die Runde geht ja auch noch nicht so ultra lang. Ja, Einsatzziel Bertha. Suchen wir gerade zu unterbinden, dass wir das verlieren. Aber wenn die da hinten mit ein paar Tanks kommen, dann wird das nichts werden. Ja. Natürlich kommen die von oben wieder. Das ist ganz klar. Aber das ist ja auch der Vorteil. Wenn man den Spawn hat. Aber mich wird mir keiner mehr reviven, leider. Aber wie sieht's denn hier aus? Eh ganz gut. Ich will nur, dass ihr diesen Stützpunkt einnehmt. Meine Freunde, ihr müsst einfach nur alle kommen, aber ich hau es selber ab. Das mag ich nicht, hier von so vielen Tanks beschossen zu werden. Und Gegnern vor allem. Vor allen Dingen. Das ist nicht so. Die Nades gehen richtig weit in dem Spiel. Das gefällt mir sehr gut. Oh oh. Ich habe nichts gegen das Fahrzeug. Nichts, was hilft zumindest. Mann. Hilfe zählt als Kill. Da fallen sie wieder alle um. Hey, Sonny! Ich bin hier! Hilf mir! Okay, nee, der wird vermutlich gleich sterben. Da kommen einfach zu viele. Da will ich gar nicht mehr aufstehen. Das heißt, ich spawn hier bei Charlie und das will ich jetzt auch verteidigt haben. Wäre ganz nett. Und wir müssen verteidigen, ne? Deshalb bleibe ich eher ein bisschen hinten. Ich glaube, das ist einer der größten Fehler, die die meisten Spieler machen. Mache ich auch oft genug. Einfach frontal reinzurennen, wo wir hier die gute Position haben und uns hier verschanzen können. Und die anderen müssen ja angreifen. Aber wenn wir da vorlaufen und gleich verrecken, bevor die überhaupt richtig hier sind, dann ist natürlich klar, dass wir den Punkt leichter verlieren werden. Oh. Snipe macht in dem Spiel auch eine Menge Spaß, muss ich zugeben. Vor allem, weil es so einfach ist. Zumindest viel einfacher als noch in Battlefield 4 und 3. Und das verleitet natürlich sehr viele Spieler dazu, öfter mal zur Sniper-Klasse, also zum Aufklärer heißt er eigentlich, zu wechseln. Ey, steh auf. Gustav. Was ich noch ein bisschen doof finde, ist, wenn ich hier jetzt den. Oh oh. Luftschlag. Wenn ich hier jetzt diesen Dingensbums einen Angriff mache, damit ich so schnell renne. Wenn ich den auf der Hälfte abbreche, warum ich dann trotzdem den gleich langen Cooldown habe? Also wenn ich jetzt den ganzen verbraucht hätte. Da steht hier oben ein Mörser. Ist auch keine gute Position dafür. Da hinten stehen da alle Sniper vermutlich. Ja, er sieht mich gleich. Gut. David? Verteidigt David? Das ist unser Punkt, Leute.
Das gefällt mir gar nicht. Dafür haben wir Bravo gleich wieder, warte mal. Hihi. Wieder ein paar Punkte abstauben. Lup. Und jetzt hier. Mein Aim ist einfach so unfassbar schlecht. Mann. Feind getroffen plus 80. Vorhin hatte ich den auch schon zweimal getroffen. Wie hat denn der jetzt so viel Leben gehabt? Wie sieht denn überhaupt aus? Wow. Unglaublich gut mit einem 4 zu 5 gleich. Ne, 4 zu 4 immer noch. So ein bisschen orientieren. Hier war nämlich gerade der eine Gegner irgendwo. Da war gerade auch irgendwo einer. Okay, jetzt gerät das Ganze ein bisschen außer Kontrolle. Das verstehe ich nicht. Wie der in der Lage ist, wenn ich ihm... Ich meine, es ist kein ultra-realistischer Shooter, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das gibt es eigentlich gar nicht, abgesehen von Arma, das ist da wohl am nächsten bei. Von den Spielen, die ich kenne. Aber wie ist es möglich, wenn... Okay, der Typ hat mir zuerst einen reingehauen, ne? Mit der Schaufel. Ich brauche nur den Abzug drücken. Ich habe den viermal gehittet. Ich habe 80 Damage gemacht. Wie ist der dann noch in der Lage, mit vier Kugeln in der Brust einen Hieb mit seiner Schaufel auszuführen? Das ist... nicht... ja, durchsetzbar. Das geht eigentlich nicht. Mal abgesehen davon, dass jemand mit vier Kugeln in der Brust eigentlich tot sein müsste. aber... da finde ich, sollte ein Nahkampfangriff nicht mehr möglich sein. Wo ist denn jetzt der Gegner? Da war doch gerade was. Ich werde dann auch vielleicht noch eine Runde aufnehmen auf einer anderen Map. War, glaube ich, mal ganz interessant. Aber bisher hat man echt nur Sinai Desert gesehen, auch bei mir auf dem Kanal. Und das ist mein... ja, ich habe 11 oder 12 Beta-Videos gemacht, 8 davon hochgeladen, also... ist es das 9. Video, glaube ich, von Battlefield und... Battlefield 1. Und es ist immer nur die gleiche Map. Da muss ich mir ein bisschen Abwechslung, glaube ich, irgendwo reinpacken. Hedef şu, ele geçin.